Bei dieser No-Billag-Initiative heisst es Nein, Ja und Ja heisst Nein. Wie soll da noch einer rauskommen? Ich sage Nein zu No-Billag. Oder sage ich Ja. Hallo SRF, ja bitte kommen Sie nur rein. Der Gang da rauf und dann geht rechts, weil die Stube ist dort hinten. Was ich vom ganzen SRG und von den Medien halte, ja sagen Sie, lesen Sie denn überhaupt gar keine Kommentarspalte? Das ganze linke Pack der Döwig und wie sie alle heissen. Bei denen kannst du gerade live dabei sein, wie sie das Geld aus dem Fenster schmeissen. Und unsere Reise muss schaffen, dass der Kohlen reinkommt. Darum wird's mal Zeit, dass das Volk im Leutschen Bach ein bisschen aufräumt, finde ich. Ja weisst, mir geht's nicht um das SRG, mir geht's mehr ums Prinzip. Dass ich nur für Sachen, die ich wirklich brauche, Geld ausgib. Das ganze SRG-Programm ist eigentlich für nix. Will News gibt's auf Twitter und für Filme, da schau ich Netflix. Yeah, baby! Der Kassensturz ist mir ein Schnurz. Und das 10% eigentlich auch. Es schau ich nicht, es brauch ich nicht. Ich will das nicht, das zahl ich nicht. Sich von der Zeit, Leute und Blanc. Und auch der Spengler gibt, muss ich nicht haben. Es schau ich nicht, es brauch ich nicht. Ich lass das nicht, es zahl ich nicht. Ich finde das SRG als Staatsfernsehen per se schon problematisch. Subventionierte Unternehmen sind von Haus aus eher statisch. Ein liberaler Ansatz, ja weisst, dass der Schweiz am besten Survival of the Fittest, ich finde, das können wir einmal testen. Look, einmal mehr Arena mit der Chantal Galadé. Und wie jedes Mal auf dem Kanal sind all gegen die SVP. Der Schawinski ist der Schlimmste, nein, der Breuer und der Brotz. Könnte ich mit Emojis wählen, bräuchte ich einen, der gerade kotzt. Bleh! Samschias und Happy Day und Glanz und Gloria mit Anina Frey. Es schau ich nicht, es brauch ich nicht. Ich will das nicht, das zahl ich nicht. Ecompuls, der ESC und alle Sendungen mit dem Epiné. Es schau ich nicht, es brauch ich nicht. Ich will das nicht, das zahl ich nicht. Ja, schau, wie es laufen kommt. Wir warten schon eine Stunde. Ich muss um 12 Uhr noch laufen mit meinem Schäferhund. Also Heide, fangen wir an. Du mit der Kamera. Wir sind dann nicht bei Zambos, sonst ein bisschen Räder anstehen, yeah? Ich bin der Sam National, nicht speziell, nicht besonders cool. Und wenn's um Medienvielfalt geht, dann bin ich Schüli oldschool. Ich gebe es zu, auch ich bin nicht so Fan von Steuern und Gebühren. Aber die Argumente vom Komitee No Billag sind zum Heulen. Privatisierung, das soll besser sein, das ist ja wohl ein Witz. Wenn am Radio nur ein Ed Sheeran läuft und die grössten Schweizer Hits. Weil die 1-2 Stutz pro Tag, die stehen symbolisch für Schweiz, wo unabhängig, informiert und ausgewogen ist. Kollegen, wir wären das einzige Land in Europa. Schweiz aktuell, sonntiges Gebet. Und welches Model, das die grösste Hupe hat. Es brauch ich nicht, es schau ich nicht. Das ist nicht für mich, ich zahle es gleich. Korrespondenten, Tatortagenten. Und alle Gesundheit sitzt für die Inkontinente. Es brauch ich nicht.